Sag mal, ich habe 5000 Euro gespart und würde mir dafür gerne eine zuverlässige Supermoto kaufen. Welches Motorrad kannst du mir empfehlen? Bei Supermotos ist die Vorgeschichte von ganz, ganz großer Wichtigkeit. Zum einen, schau dir die Wartungshistorie an. Hat der Einzylinder regelmäßig frisches Öl bekommen? Und dann, natürlich wissen wir alle, dass mit Supermotos auch gerne mal Wheelies gemacht werden. Dementsprechend also der Blick auf die Gabelsimmerringe, genauso wie die Lenkeranschläge, absolute Pflicht, um zu schauen, wie viel Schabernack wurde mit dem Motorrad schon betrieben. Dann, wie wäre es denn mal mit der Suzuki DRZ 400 SM. Sie wurde bis 2008 gebaut und der knapp 400 Kubikzentimeter große Einzylinder leistet immerhin 39 PS. Damit wird man auf bis zu 150 km/h beschleunigt. In deinem Preissegment findet man auf jeden Fall das ein oder andere passende Modell. Die ist wirklich sehr cool. Gibt es denn auch was von KTM in meinem Budget? Na klar, gibt es auch was Passendes von KTM in deinem Budget. Schau dir dazu mal die KTM 690 SM an. Der Vorgänger der SMCR sieht immer noch sportlich aus und hat mit 65 PS deutlich mehr Dampf als die DRZ. Achte aber darauf, dass die, naja, auch mal die ein oder andere Glühbirne kaputt rütteln wird und auch, ja, das Cockpit ist eine neuralgische Stelle, das immer wieder reißt aufgrund der Vibrationen des Einzylinders. Lass dir unbedingt sagen, ob sie schon das neue Mapping gegen die unruhige Leerlaufdrehzahl bekommen hat und in deinem Preissegment gibt es wieder das ein oder andere richtig schöne Motorrad. Danke für die ganzen Infos und auf ein bisschen Rappeln muss man sich als Supermotofahrer ja auch einstellen und dir folge ich gleich erstmal. Sehr gerne und vielen Dank. Hast du jetzt noch eine Frage?